Also, hallo miteinander. Ich bin der Christian, Gastro- und Bildungsunternehmer. Ich habe schon mal am Turbinenplatz geredet und ich will das jetzt nicht wiederholen, was ich dort gesagt habe. Aber ganz kurz gesagt, wir haben uns 3 Monate unser Restaurant geschlossen, grundlos. Wir haben 3 Monate lang keine Umsätze gehabt. Wir haben 650 Mitarbeiter, die wir haben in Kurzarbeit schicken. Man weiß mittlerweile, dass das alles ein Betrug ist. PCR-Test ist ein Betrugstest. Und die, die ihn anwenden, sind Betrüger. Jetzt fängt das wieder von vorne an. Zweiter Lockdown. Wir lassen uns das nicht mehr gefallen. Wir sind zum Seco gegangen, wir haben den ersten Lockdown haben wir über 4 Millionen verloren. Den Verlust haben wir beim Seco angemeldet. Die haben nicht den gleichen tun, die wollen nichts von Schadenersatz wissen. Die lassen uns hängen. Gleichzeitig werden über 15 Milliarden ins Ausland verschenkt. Sie lassen uns KMU im Stich. Sie geben uns Kredit, verschulden uns noch mehr. Das ist das, was wir nicht wollen. Und das lassen wir nicht zu. Österreichische Verfassungsgericht hat ganz klar die Regierung angeklagt, dass alle Massnahmen, alle Covid-Massnahmen verfassungswidrig sind. Und sie hat die Regierung aufgefordert, das sofort aufzuheben. Und alle Geschädigten innerhalb von 3 Jahren zu entlöhnen und zu entschädigen. Was hat die österreichische Regierung gemacht? Ein zweiter Lockdown. Was sagt uns das? Das heisst, unsere Regierungen respektieren die Gerichte nicht. In der Schweiz ist es sogar so, dass wir alles Firmengericht haben. Kein einziges Gericht ist legal in der Schweiz. Das sind alles paar Firmengericht, kein öffentliches Gericht. Es sind diverse Klagen gegen den Bundesrat eingereicht worden. Wir hören nichts von denen. Die Richter tun das schubladisieren. Sie behandelt uns wie eine Sache, wie eine Person, und zu dem Thema komme ich jetzt gerade. Warum tragen wir Masken? Zum einen ist das für den Staat, um zu schauen, wie gehorsam sind wir. Folgen alle. Herr Berse geht durch Bern und sieht, alle haben Masken an, prima, die folgen alle schön, es funktioniert noch. Aber es ist auch ein göttlicher Plan dahinter. Und das ist, dass wir Menschen lernen, Selbstverantwortung zu haben. Und uns, unsere Personenmaske, nebst der Stoffmaske, abzulegen, damit wir wieder Mensch sind. Warum ist das wichtig? Das Ganze ist orchestriert vom Vatikanverein seit über 2000 Jahren. Der Vatikan hat weltweit bis auf Amerika alle Ländereien kontrolliert. Macht übrigens jetzt der Weltpostverein in Bern an der Weltpoststraße Nummer 4. Das ist eine kriminelle Organisation, die mächtigste Organisation auf der Welt, die über jede Bombe, die runterfällt, entscheidet. So, wie kommen wir aus dieser Nummer raus? Wir müssen alles wieder rückgängig gemacht, was der Deep State, was die Satanisten, die jetzt am Drücken sind, gemacht haben. Erstens, wir müssen uns lebendig erklären, weil der Vatikan hat uns nach 7 Jahren, wir sind alle im Seerecht, nach 7 Jahren sind die Schiffe vielleicht nicht mehr zurückgekommen in den Hafen und haben gesagt, sie sind vertrunken, also verschollen. Was macht unsere Gemeinde?
Nach 7 Jahren, wenn wir nicht zu der Gemeinde gehen und sagen, hallo, wir leben noch, dann geht die Geburtsurkunde ins Archiv zu den Verschollenen und wir existieren als Mensch nicht mehr in dem Staat. Wir sind nur noch Personen. Woher kommt das? Persona kommt von personare, vom Latinischen, das heisst durch etwas durchschallen. Man hat früher eine Maske gehabt, wenn man Theater gespielt hat, und man hat durch die Maske durchgeschallt, geredet. Maske ist tot, Person dahinter ist lebendig. Also, was hat der Staat jetzt gemacht? Nach 7 Jahren, wenn das niemand weiss, haben die uns für tot erklärt und uns eine Maske, eine Personenmaske, eine Matrix. Wir sind eigentlich ein Sklave in dem Staat, hat man uns verpasst. Und wir haben auch die ganze Bundesverfassung, ist 98% auf Personen. Merkt ihr etwas? Und wenn ihr euch als Mensch erklärt, sind all die 98% von den Gesetzen einfach nichtig. Ihr könnt ganz einfach eine Lebenserklärung machen. Ich habe hier eine Liste, wenn jemand sich einträgt, das ist das GCCL. GCCL ist das Common Law Gericht, eigentlich das einzige legale Gericht in der Schweiz, weil wir haben alles Firmengericht, wo von der Bar Association geleitet werden, und das ist im Prinzip eine Heimloge, wo mit uns Spiele macht. Das sind alles nicht öffentliche Gerichte, die eigentlich nicht legal sind. Darum, Österreich reagiert nicht, die nehmen die nicht ernst. Bei uns, Bundesgericht ist eine Firma übrigens, wie auch Polizei, wie auch der Regierungsrat, das sind alles Firmen. Und wir kommen aus dieser Nummer raus, wenn wir uns als Mensch erklären, wir sind souverän, wir haben nur Recht und keine Pflichten, wir stehen über dem Staat und das ist das, was wir machen müssen. Wir haben übrigens den Regierungsrat, jetzt sind den Bundesrat dran, alle als Mensch eingeklagt auf Menschenrecht mit dem Common Law Gericht, wo übrigens Präsident Trump in den USA fördert, weil er auch merkt, dass das alles nur Fake-Gerichte sind. Und wir haben Nathalie Rickli eingeklagt in 46 Punkten für all die Menschenrechtsverbrechen, die sie gemacht hat. Und sie wird in 7+1 Tagen, wenn sie nicht reagiert, wird sie als schuldig erklärt. GCCL hat einen Status als NGO, ist von der UN akzeptiert. Wir werden jetzt auch den Ecopop-Status haben und dann wird das Militär und Blauhelm werden die Schuldigen abholen. Zum Schluss möchte ich sagen, dass wir als Menschen, wir sind der Souverän. Ich empfehle jedem, sich eine Lebenserklärung zu beschaffen. Dann könnt ihr bei einer Behörde euch als Mensch vorstellen. Man muss das immer 3-mal sagen und vom Gegenüber bestätigen lassen. Und dann weiss jeder Staatsanwalt, jeder Richter, wir haben es mit einem Mensch zu tun und der steht ob mir. Ihr seid souverän und niemand hat euch irgendetwas zu sagen. Die Bundesverfassung ist mit 98% von allen Gesetzen, die dort drin sind, als Person ausgelegt, als Mensch ungültig. Das ist der Weg raus. Das könnt ihr heute morgen umsetzen. Und dann ist Game Over für Bundesrat, Schloss Federal ist bis Ende Jahr zu. Und wenn eine Gemeinde oder ein Staat noch Frechheit hat, eine Steuererklärung oder irgendeine Steuerrechnung zu schicken, wir haben 4 Millionen verloren, zuerst werden die Schulden begleichen, die Schuldigen, Kriminellen werden abgeführt und dann reden wir vielleicht wieder über eventuelle Steuern, die wir in den Staat zahlen wollen. Mit
nicht inbegriffen, auch die Seraphengebühr einfach kübeln. Wir sind dorthin gegangen, wir haben 80 Menschen sind die Seraphenrechnung zurückbringen, haben auch eine Schadenersatzklage eingereicht wegen Bürgerschreckung. Und das ist da, wo die Augustagie läuft, zu unserem Geschäft, unsere Betriebe, unsere Restaurants, unsere Wirtschaft zu schädigen, weil da eine ganz andere Agenda da ist. Die Leute in Bern sind bezahlt mit sehr viel Geld und die scheren sich einen Dreck um die Wirtschaft und das ist da, wo wir nicht zulassen. Danke für eure Unterstützung. Wirkliche Aufgabe. Wir müssen das ein bisschen spirituell anschauen. Das ist die ganze Gesellschaft, die ganze Probleme ist auch ein Spiegel für uns. Die Menschen, wir tun keine Menschen verurteilen, die Schlechtes machen. Wir probieren den Menschen zu helfen, dass die negative Energie in eine gute umgewandelt wird. Aber wenn es um Kindesmissbrauch geht, um Maskenzwang, um Leute, die Suizid machen, dann muss man aufstehen und sagen, hört ihr Satanisten, es ist fertig mit Lügen. Der Vater von der Satan ist Lüge und darum lügen die Betrug. Genau. Das setzen wir schnell für die Wahrheit ein.